So, herzlich willkommen zum Auftakt in der Premier League gegen Everton. Man hat ein bisschen am Transfer gearbeitet, ist meistens gescheitert. Das heißt, eine wichtige Position ist noch nicht besetzt. Oh. Daran wird man aber auch noch arbeiten. So, wie wird man sich hier in der Premier League tun? Die Frage habe ich mir schon oft gestellt. Das ist gut, dass man nicht gleich einen Gegner wie Liverpool, Manchester United, City und so weiter bekommt. Und das erste Tor in der Premier League hat genau 3 Minuten gedauert. Murk was? Kommt hier völlig frei zum Kopfball. Oh nein. Ausgleich in der 13. Minute. Walcott. Everton Goal, number 11, Theo Walcott. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht die überdrüber. Also, ich sage mal, tollen Stürmer, Bekannten vielleicht. Geholt, oh, schön. Und er ist drin. Church. Nein, Murk, Entschuldigung, wieder Murk. Armstrong hier gut durchgesetzt. Genauso Murk. Ich glaube, der festigt hier seine Einserposition als zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Und Everton ist unter Zugzwang. Und Ecke. Oh. Jawohl!
Ginnelly, im Cup hat er nicht getroffen, hier sehr wohl. Ja, unerwartet, wie hier Lincoln City das Spiel macht. Und Ecke wieder. Church konnte hier jetzt nicht so punkten bis jetzt. So, gefällt mir richtig gut der Spielstil hier. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Church. So, bei Stürmer hat man hier nachgerüstet, wie ihr hier seht. Pisch wurde geholt und Sink. Sink wird euch ein Begriff sein, wenn ihr vom Ending und von mir die Bundesliga-Sessions schaut. Substitution for Everton coming off the pitch. Number 18, Morgan Smalley, to be replaced by number 8, Andreas Gomez.
Ja, Pinch lässt sich hier abdrängen. Oh, Chinnell ist verletzt. Chinnell ist verletzt, das ist euch. Na gut, machen wir den Wechsel. Genau, jetzt rückt er wieder auf. Oh! Da mache ich gleich mehrere Wechsel. Ah, okay. Ist schon ausgeschöpft. So, jetzt darf er gehen, der Verletzte. Pich sind noch gelb. Jagt dachte mir, nachdem Obranek in Pension gegangen ist, muss es einen Nachfolger geben bei den Polen. Bei Lincoln City. Da ist die Wahl auf ihm gefallen. Oh, das war nix. Williams, gelbe Karte. Oh. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes at any time. Singh ist ablösefrei gekommen. Er war vereinslos.
Pisch ist um eine halbe Million verpflichtet worden. Aber hier war es eher eine Murk-Gala diesmal. Das 1:1 ließ nicht lange auf sich warten. 10 Minuten später steht Walcott richtig. Und hier wieder Murk. Knapp aber doch. Zum 2:1. So, 25. Minute, Schulte passt auf Ginelli. Der nimmt zum 3:1 Endstand ein. Er verletzt sich dann später. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Das wäre ein herber Verlust für die Mannschaft. Da wäre er nicht mehr rankommen. So, gelbe Karten gab es auch noch. Pisch und Williams. Alles in allem geht das, aber das Resultat in Ordnung. Pflichtsieg erfüllt im ersten Spiel in der Premier League. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Macht's gut. Bis dann. Ciao und Baba.